Willkommen wieder bei das Basteln, dem besten Bastel-Channel auf YouTube. Wir fangen heute die Bandsäge an. Das habe ich ja schon so lange gesagt. Jetzt kann ich mich da schlecht rausreden. So, meine Mutter hat irgendwann mal so eine Hütte bei so einem Bekannten abgerissen, hat das Zeug da, die Latten hier angeschleppt. Natürlich könnte ich da auch größere Bretter kaufen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich mache die Bandsäge nicht, weil ich sie brauche, sondern weil ich die Challenge will, weil ich was lernen will. Und deswegen zeige ich euch heute mal, wie man aus so kleinen Brettern größere Bretter verleimt. Denn die brauchen wir, um die Teile für die Bandsäge auszuschneiden. Also, auf geht's! Jetzt ist es natürlich so, dass diese Kanten von den Brettern, die wir zusammenleimen wollen, sind nicht mehr schön. Also aber schön ist nicht das Problem, sondern es staubt drauf und dreckt. Das heißt, der Leim würde da relativ schwer halten. Oder was ist schwer? Es geht besser. Besser bedeutet in dem Fall... Wo ist der Locker? Schau doch nochmal. Ja, du sollst ja aber schon grad sein. Hackert. Auf jeden Fall müssen wir jetzt natürlich erstmal die Kante einmal hobeln, dass die gerade ist. Dann kleben wir das Board zusammen. Und wenn alles getrocknet ist, dann hobeln wir das Brett im Gesamten. Aber jetzt stellt es euch doch mal ein. So, wenn ihr euch einen hobeln wollt, ja, dann müsst ihr natürlich schauen, witzig, das ist so witzig wieder, müsst ihr natürlich schauen, dass das wirklich sehr gut im rechten Winkel ist. Weil wenn ihr jetzt übertrieben gesagt zwei Boards haben, die keinen rechten Winkel haben, dann kleben die so oder so zusammen. Das hilft uns natürlich auch nicht weiter. Ah, ich bin schon wieder so witzig. Deswegen stellen wir jetzt das erste Mal ein, dass das Ganze hier auch wirklich genau passt. Gut. Wenn wir das haben, können wir unsere Kanten hobeln. Haben, dann seht ihr auch, wir haben hier wirklich zwei hervorragende Kanten. Das ist jetzt wirklich das nackte Holz. Das können wir jetzt halt wirklich super verleimen, weil wir halt wirklich wissen, dass hier kein Spalt ist. Also man sieht schon, ich hoffe, das kann man auch im Video erkennen, das passt sehr, sehr gut zusammen. Ja, jetzt leimen wir es eigentlich nur zusammen. Das war's dann auch schon. Hackert. Los. So. Ich habe sowas auch noch nie gemacht. Oh Gott, der Pinsel ist nagelneu. Zieht euch das mal rein. Nagelneu und schon rostet der. Anscheinend ist die Luft um in dem Leimdings da drin, das ist ja geschlossen, anscheinend reicht diese aggressive Luft schon, um das Ding massivst zum Rosten zu bringen. Denn ich habe den Pinsel zweimal benutzt und es schaut so aus, als ob das alles schon durchgerostet ist bald. Naja, egal. Auf jeden Fall wollte ich euch gerade sagen, dass ich das auch zum ersten Mal mache. So ein Board verleimen. Das heißt, Leute, wirklich, wenn ihr ein Projekt vorhabt, fangt einfach mal an. Es ist immer der erste Schritt, der euch von so einem Projekt hindert. Denn wenn ihr den ersten Schritt hinter euch habt, der auch gleichzeitig der schwerste ist. Ja, ihr kennt das, wenn ihr aufs Fahrrad steigt, ihr tut den höchsten Gang rein und ihr fahrt los, dann tut ihr euch am Anfang erstmal unglaublich schwer, bis dieses Rad läuft. Aber wenn es dann mal läuft, dann geht es immer leichter und leichter. Und das ist auch mit so einem Projekt. Ein Projekt wird zwar nicht leichter, aber wenn ihr den ersten Schritt hinter euch habt und der erste Schritt ist, endlich mal anfangen, dann geht das Ganze von ganz alleine. So, jetzt machen wir das hier mal zusammen. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir keinen Versatz reinkriegen. Das heißt, dass die Bretter jetzt übertrieben nicht so stehen. Sonst können wir nachher das Brett nicht flach hobeln, weil das Brett wird entweder so oder so stehen aus diesen zwei Teilen. Jetzt klemmen wir es aber erst einmal zusammen.
So, seid ihr jetzt wohlhabend, dann könnt ihr euch natürlich schon fertige Bretter kaufen. Das ist natürlich nicht kontraproduktiv, im Gegenteil, das wäre natürlich sehr gut. Aber ich habe es noch nie gemacht, ich möchte ein bisschen was dazulernen. Und deswegen mache ich das heute mal so, dass ich mir meine Bretter selber verleihe. Natürlich jetzt eine richtige Schraubzwingenschlacht, wie ihr seht. Aber mein Gott, ich habe ja genug, deswegen, was soll's. Seht ihr, ich zeig's euch mal. So, seht ihr, genau das ist das jetzt. Wenn wir das Brett jetzt schief verleimen würden, bringt das nichts. Das heißt, wir müssen schauen, dass diese Bretter hier auf einer Ebene sind. Nur dann bekommen wir nachher das dickmöglichste Brett aus diesen zwei zusammengeleimten Brettern raus. Der Truppe, weißt du? Der alte Fuchs! Witzig, Truppe. Sehr witzig. So, und über den Spalt, wenn das jetzt so steht, mache ich eine Schraubzwinge drüber. To force it in alignment, wie der Engländer sagen wird. So, und dann haben wir nämlich nachher ein schönes Board, das wir hobeln können. Dann haben wir nämlich was weiteres. Muss schon nichts kaufen. Ich würde sagen, ich mache da jetzt mal eine ganze Ecke davon. Das zeige ich euch nicht, weil das ist eh langweilig. Das heißt, ich mache jetzt alle Bretter so und dann säge ich sie erstmal grob zu und dann geht's weiter. Ja, etliche Stunden später schaut es dann so aus. Ich habe schon mal einige Boards zusammengeklebt, schon grob zugeschnitten. Wie ihr seht, die sind nicht wirklich ganz gerade, wobei das noch eins der geraderen ist. Also, da gibt es schon welche, die sind relativ, das hier zum Beispiel, schaut euch mal das an. Das ist schon relativ bauchig. Jetzt werden wir versuchen, die gerade zu hobeln. Wie gesagt, ich bin alles, aber kein Hobelprofi. Deswegen habe ich mir überlegt, wir richten die jetzt erstmal ab und dann schieben wir sie durch die Dickte. Aber jetzt gucken wir schon mal, wie es geht. So, ich werde jetzt hier mal relativ wenig abnehmen zum Anfang. Mehr kann man immer noch einstellen. Also, auf geht's. Know that we were meant to be. That baby you were meant for me. Without you it's like I can't breathe. I can't breathe, yeah. Girl, you know you made me see. And you know you made me feel. Don't run away, please don't leave. Please don't leave me. Hey, you know I love you so much. You know I can't let go. You know I can't get enough. You know I want more of your touch. You know I adore you so much. Baby, I can't help myself. Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you say. Was ich jetzt gerade mache, legt es genauso aus, wie es auf dem Plan ist, dass ich auch wirklich, ich verschnall das sonst, dass ich auch, und das ist auch, Leute, es ist auch immer relativ egal, wie ihr zu einem Ergebnis kommt. Wenn das Ergebnis am Schluss passt, ist es doch jedem egal, ob ihr das jetzt so macht oder so. Es gibt bestimmt noch Leute, die sagen, boah, wenn ich das so mache, dann bin ich uncool. Leute, das Ergebnis zählt, nicht wie ihr es macht. Deswegen, ich lege mir das jetzt total uncool dahin, weil ich dann einfach weiß, ich verschnall sowas. So. Huckleberry Herpes geht mir so auf den Sack. Kennt ihr das? Geht mir so auf den Sack. Auf die Nüsse. Also schneiden wir mal alles zu, was noch nicht zugeschnitten ist. So, laut Plan haben wir jetzt drei Teile, die wir gleich zusägen müssen. Wie machen wir das? Ja, ich habe den Rahmen ja schon mal gebaut. Ja, in meiner alten Werkstatt, da gab es noch kein YouTube. Da habe ich ihn weggeworfen. Ich Depp. Ne, egal. Und da hatte ich so gemacht, ich habe jedes einzeln ausgesägt. Natürlich sind wir jetzt schlau und machen es so, dass wir gleich alle drei aufeinander spannen. Und die dann gleich alle drei auf einmal durchsägen, weil dann wissen wir, dass das alles gleich ist. Das mache ich jetzt mal. Der Truppi, weißt du? Der alte Macher! Will ich das nicht, oder was? Heiliges Blechle nochmal. Ich krieg jetzt schon wieder die Maisi, krieg ich da schon wieder. Aber ganz kleine. Ein Maischen. Gibt's ein Maischen? Nein. Keine Ahnung nicht, keine Ahnung. So, jetzt haben wir nämlich ein großes Paket. Da zeichnen wir uns das alles an. Und dann schneiden wir das nämlich alles auf einmal. Der Truppi, weißt du, voll schlau. Voll schlau, der Truppi. Ja, wie stellst du das jetzt hin, Truppi? So schlau war das jetzt vielleicht nicht. Vielleicht machst du jetzt nochmal auseinander, zeichnest es an und klemmst dann zusammen. Truppi, du Volldepp. So, 23,2.
guter Linealanschlag, gell? Wenn ihr den nicht hättet, ihr wüsst auch nicht. Dann würde ich wahrscheinlich meinen Starrett-Kombi-Winkel nehmen, der eigentlich dafür gemacht ist. Im Übrigen kann ich jedem wirklich empfehlen, solch ein Projekt anzufangen, einfach aus dem Grund, ihr kriegt in unglaublich kurzer Zeit unglaublich viel Erfahrung, weil ihr wirklich unglaublich viel falsch machen könnt bei der Bandsäge, was euch dann wieder nach vorne bringt. Ich kann es nur oft genug wiederholen, nur Fehler bringen euch weiter, Leute, nicht Erfolge, das bringt euch nicht weiter. Und deswegen, so eine Säge ist ein wunderbares Projekt, um auch mal ein bisschen Erfahrung zu bekommen, wie was funktioniert. Genau wie ich, ist auch Erfahrung. Wie ihr seht, das ist jetzt ein Block. Jetzt schneide ich. Red eyes, strobe lights moving across the walls. You're looking like a movie star, but I don't know just what you. Ja, ihr habt gesehen, wenn man das alles gleich zusammen macht, dann passt es auch. So, ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf, Leute. Das ist ja nichts, was jetzt super, super krass aufwendig ist. Es ist aufwendig, aber es ist ja nichts, was ich jetzt da groß betiteln muss. Deswegen seht ihr das im Schnelldurchlauf. Und auf geht's! Seems like your time to be on the floor. You're looking for a kind of queen. The baddest one you've ever seen. You're shining bright as crystal, moving like a twister. Ooh, I'm swaying to the hits, boy, loving every disco. Ooh, so you say you're loving somebody else, that I am only for tonight. Yeah, you say you're gone and still you're in my bed. You're loving how I read your mind. So you say, say, so you say, say, so I play, play. I don't love you anyway. So you say, say. Zugeschnitten, allerdings muss ich jetzt gucken, wie das zusammenklebt. Und zwar ist es so: Einer von euch hat nämlich geschrieben, er hat den Rahmen falsch zusammengeklebt, also spiegelverkehrt. Das soll mir natürlich nicht passieren. Jetzt habe ich hier die Pläne. Im Übrigen, falls ihr die Pläne wollt, die bietet ja dieser Amerikaner an, dieser Matthias Wandel. Kosten knapp 25 Euro oder so. Ich verlinke euch die mal unten. Und jetzt schaue ich gerade in den Plänen von ihm, wie er das genau macht. Und so werde ich es dann auch machen. Hoffentlich. So, hier werden wir jetzt das Ganze zusammenleimen. Der schönen Werkbank ist die gerade. Die ist eben. Ihr müsst natürlich schauen, dass es eben ist. Das sagt er auch in seinen Plänen. Weil wenn der Rahmen nicht so steht, sondern so, das ist natürlich schlecht für die Linienführung von dem Band. Deswegen müsst ihr schon einen geraden Untergrund haben. Ihr wisst, was ich jetzt mache. Ich mache das anders. Ich mache es wie er. Ich lege jetzt alles erstmal trocken aufeinander. Genau so machen wir es. Macht aber am allermeisten Sinn, dann weiß man mal grob, wie es ausschaut. Wir haben keine Ahnung, wie das zusammenkommt, obwohl ihr die Pläne habt. Das ist echt gar nicht so einfach. Das ganze Zeug hier. Das Ding wird ja riesig. Mein Lieber! Truppe, der Gute, der hat ja gar nicht so viel Platz. Wo ist denn das hin, der Truppe? Heiliges Blechle nochmal. Ich fange ja auch falsch an. Das stimmt doch gar nicht. Eieiei. Die Layer wollt ihr auch weglassen. Himmel normal. Gib ich mir das so auf die Nüsse, könnte ich ja ausflippen, wenn ihr das schon habt. Zum Glück bleibe ich immer cool. Zum Glück.
irgendwas stimmt damit. Ich glaube, ihr was falsch zukriegt. Das fickt mich schon wieder so an. Das fickt mich so an, echt. Natürlich falsch zugeschnitten. Gell? Da könnte ich schon wieder so ausrasten. Könnte ich schon so ausflippen. Kackt mich echt an. Kannst du scheiß Drecksdinger nochmal machen? Nochmal neue Bretter leimen. Das fickt mich echt an. Ich kann einiges nochmal machen. Also die Dinger sind echt fucking fuck. Fucking scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hilft ja nichts, gell? Ich kann mich nicht aufregen, das ist ein Scheißdreck! Alles nicht so dramatisch, wie gesagt. Ich habe halt auch wieder viel dazugelernt. Ich habe halt dazugelernt, Wut bringt nichts, sich aufregen bringt einfach nichts. Ja, komme ich deswegen nicht weiter. Und ich wollte jetzt auch noch zeigen, schaut mal, ich habe jetzt so eine alte Palette genommen, da war die Strivik drauf, als die bei mir ankam. Und ich habe jetzt echt keinen Bock, im Baumarkt zu fahren. Zumal ich habe mir als Ziel gesetzt, ich will für diese Bandsäge so gut wie kein Geld ausgeben. Und da passt es jetzt absolut nicht in den Plan, dass ich jetzt ins Bauhaus fahre und mir irgendein Holz kaufe. Deswegen vielleicht als Idee, wenn ihr jetzt nicht allzu viel Kohle habt oder Kohle übrig habt, schaut, wo ihr eine Palette herkriegt, zerlegt die, geht es auch. Sagt aber nicht, dass der Truppi das gesagt hat. Ja? Wenn euch die Polizei dann casht, dann könnt ihr nicht sagen, ja, der Truppe hat gesagt, das ist okay. Nee, das geht nämlich nicht. Ich bin nicht verantwortlich dafür. Ich bin normal. Truppe, weißt du, alles verantwortlich, Truppe. Wer gelacht wird, ist der Truppe, weißt du, der Gute. Ich lächle normal.